vor 2 Tagen kam dann der große Tag, dass wir verheiratet sind. Nehmen, was geht. Aber ich bin halt auch nicht der Typ, dass ich mir jetzt fallen lasse. Ja, das Demenz-Meet in Wien findet zum 4. Mal statt. Es ist ein Tag, den wir gemeinsam miteinander verbringen, wo nicht diese Schwere im Vordergrund stehen soll, die leider oft im Vordergrund steht, sondern wo es ein buntes Rahmenprogramm gibt, wo wir in Austausch kommen mit Angehörigen, mit Betroffenen, mit Fachleuten und Interessierten. Wir haben jetzt schon den Auftakt gesehen. Wir haben ein frisch vermähltes Ehepaar, die sich vor 2 Tagen haben sie geheiratet. Ich liebe sie. Wir haben schon einen Protestzug von der Promenzgruppe gesehen und wir haben schon bei einer spannenden Podiumsdiskussion zugehört. 150.000 Menschen aktuell in Österreich, die eine demenzielle Erkrankung haben. Und genau deshalb haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung, dass wir dabei nicht vergessen, dass es trotzdem immer auch um Lebensqualität geht, dass es um freudvolle Momente geht, dass es ganz unterschiedliche Formen von Demenz und ganz unterschiedliche Verläufe gibt und dass wir ja gar nicht wissen, wie das restliche Leben für uns alle ist. Ich glaube, den Menschen ist wichtig, gesehen zu werden, gehört zu werden und nicht die Krankheit in den Vordergrund zu stellen, sondern sie als Person, weniger nur die Defizite im Blick zu haben, sondern mehr auch, wie man einfach trotzdem noch ein gutes Leben haben kann. Das, was noch vorhanden ist, wirklich zu mobilisieren und herauszuholen, dass man sich Zeit nimmt, mit dem Partner in dem Fall mitzudenken, auf ihn einzugehen und ihm da zu unterstützen. Es wird nicht besser, aber du kannst noch.